Hi, ich mein Wasblock, Tamara ist wieder hier. Ha, ha, ha. So, ich muss sagen, ich liebe meine Kamera, die macht das Bild so klar und so schön cool. Und da hinten seht ihr mich noch einmal von der Rückseite. So, ich mache eine schnelle Sache dort, weil ein Bekannter hat von mir Geburtstag morgen und das schenke ich ihm morgen eben zum Geburtstag. Und ja, was ihr dafür braucht, sage ich euch jetzt. 220 Gramm Zucker, 9 Eier, eine Packung Backpulver und 220 Gramm Mehl. Ich habe jetzt Dinkelmehl genommen, weil ein anderes habe ich nicht hier. Ich hoffe, das wird was. Und 220 Gramm Öl. Und natürlicherweise braucht ihr 220 Gramm Kochschokolade geschmolzen. Bei mir schmilzt sie gerade. Ja, ist schon schön am Schmilzen. Und was ihr dann noch braucht, sind 150 Gramm Butter und 150 Gramm wieder geschmolzene Schokolade für die Glasur. Ihr müsst als allererster Mal die Eier, die hole ich mir jetzt nämlich davor, hineingeben zum Zucker. Wenn ich kurz verschwinde, ist es immer nur, weil ich ein bisschen umrühre bei der Schokolade. Aber wenn ich euch von dort die Kamera hingestellt hätte, wäre das so scheiße geworden, das Bild. Deswegen habe ich sie jetzt am Fenster stehen, wo das Licht schöner reinfällt. So. Das heißt, wenn ihr alle 9 Stück Eier dann drinnen habt, könnt ihr das dann eigentlich schon umrühren. Ich lasse mir immer damit ein bisschen Zeit, eben wegen der Schokolade, weil wo ist mein mein Geschirrtuch liegt da hinten. Weil die Schokolade eben ein bisschen braucht, bis sie halt geschmolzen ist. Und ich suche immer noch ein Rezept für meine Mutter. Aber ich glaube, ich werde Topf und Teller machen, weil da kriege ich sehr viele Stück raus und da kriege ich dann, zählt einer 1,5 Punkte und ja, ich glaube, das wird das Geburtstagessen werden. Ja, bald ist Ostern auch. Ja, in einer Woche. Die Zeit vergeht. So, ich gehe mal kurz umrühren. Wenn das nicht immer so alles so heiß wäre. Ja, jetzt tun wir das mal auf niedrigster Stufe umrühren. So, hier bin ich noch. Ihr hört, es tut noch rühren. Jetzt müsst ihr langsam das Öl und die Schokolade
dazugeben. Das mache ich jetzt, dass es verrührt wird. Das lasse ich jetzt einmal ein bisschen durchrühren, weil es die Schokolade braucht noch ein paar Minuten. Minuten, nicht Sekunden. Ich drehe mal kurz auf. Jetzt drehe ich auf 1. Und wenn ihr dann meint, dass die Schokolade schon genug richtig geschmolzen ist, müsst ihr das Ganze dann in diese Masse reingeben. Grad vorheizen, nicht viel vorheizen und circa eine Stunde drinnen lassen, kommt aber immer darauf an, auf dem Ofen. Kann früher fertig sein oder später. So, gesagt, die Katze macht mich schwach. Die ist überall dort, wo ich sie nicht brauche. So. Wenn das alles nicht zu heiß wäre, dann wäre das ja voll praktisch. Wie ihr seht, ist da die Schokolade schon geschmolzen. Das füge ich jetzt hier ein. Füge. Okay. Bisschen darf man. Und hier, das rührt der zweite. Und hier gebe ich gleich die Schokolade hinein, die was ich dann brauche, wieder zu schmelzen. Und gebe es wieder am Topf, dass sie schon vorschmelzen kann. Dann brauche ich noch Butter, das mache ich dann. Und ja, ich nehme, ist schon ziemlich alt. Nehme ich so eine runde Kuchenform, Tortenform und benütze statt ein Fetten Backspray. Backspray. Gut schütteln. Und dann besprühen. Dort, wo es am wichtigsten ist. Also das Ganze.
du immer bei den Rändern ein bisschen mehr machen, dass da wirklich nichts bicken bleibt. Und ja, wenn man das mit Öl und Schokolade gerührt hat, Backpulver mit Mehl vermischen ist eh klar, dann tut man das Mehl dazu und lasst es dann noch einmal verrühren. Und dann haut man es in die Form. Schön verteilen. Bei mir ist es immer so ein Problem, ich verteile das so schön. Aber in der Mitte hebt sich der Kuchen immer. Keine Ahnung, was ich da immer falsch mache. Und wenn das dann fertig ist, melde ich mich. Nein, wir warten jetzt kurz, dass ich euch das dann zeigen kann, wie es in der Form ausschaut. Eine, die arbeitet gerne mit dem sehr schneller, dass das alles durchgerührt ist, weil und zum Beispiel muss ich mein Kind abholen und dann muss das fertig sein, weil sonst verbrennt er mal. Aber ja, gucken wir halt einmal. Einmal noch schnell durch und dann ist fertig. So, jetzt holen wir das alles raus. Ui. Ist ja eigentlich schade, dass ich das nicht essen darf. Aber kennt ihr das? Ihr tut's backen, habt den Urgusto drauf. Oder wollt halt Nasch und dann, wenn das alles fertig ist und überzogen ist, wollt ihr es nicht mehr. Kennt ihr das? Das habe ich immer wieder. So, ich habe das eingesprüht. Sieht man jetzt nicht so gut. So schaut der fertige Teig aus. Ah, wo ist es? Jetzt tue ich das nämlich alles hier hinein. Okay, machen wir so eine Runde, dass es gut dings ist. Da holen wir sich den letzten Rest. Diese Torte, wenn die dann fertig ist, überziehe ich sie ja dann. Aber das, was ich noch mache, überziehen, habe ich jetzt gerade gesagt, ich nehme einen Koffer mit Fondant. Da zeige ich euch gleich, welchen ich nehme. Dadurch, dass ich das eh nicht essen darf, bekommt halt der gute Freund. Der liebt meine gebackenen Sachen eh über alles. Und ich bin halt nicht mal so, wenn er schon Geburtstag hat, dass er das bekommt. So, jetzt haben wir alles heraus. So. Jetzt gespannt, ob die Torte was wird. Aber sollte eigentlich schon was werden. Ich hole euch da jetzt einmal vor, dass ich euch das zeigen kann. Ja, das ist meine Wäsche. Seht ihr das? So schaut das aus. Das Weiße ist jetzt nur von Back.
vom Backspray. Und ja, den Herd habe ich ja schon auf 170 Grad gemacht. Jetzt stelle ich das alles hier hinein und lasse sie backen. Ich mache jetzt schnell das Geschirr fertig und wenn dann die Torte fertig ist, nehme ich euch wieder mit, wie ich sie weiterverarbeite. Und ja, ich gehe jetzt einmal abwaschen. Bis später!